Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online. Ja, meine Lieben, gestern ist ja leider nichts gekommen, weil, ist nicht so wichtig. Gestern ist aber kein Video gekommen. So, ich wollte heute einfach mal das Rennen hier machen bei Linda, weil das ist ja schon mal drin gewesen. Ich glaube, das ist schon ein bisschen länger her. Und ich wollte das heute mal mit euch zusammen machen. Hast du Interesse am Springreiten? Dann hast du Glück. Meteor und ich nehmen an Springreiterwettbewerben auf Jorvik teil. So oft wir können. So kann man das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten als Reiter stärken und sich natürlich auch weiter verbessern. Wenn du das Springreiten selbst einmal ausprobieren möchtest, sammle doch einfach erste Erfahrungen im Parcours, den ich mit anderen aufgebaut habe. Und der das Regelwerk des Sports einhält. Zwar wirst du nicht bewertet, aber du erhältst eine gute Vorstellung davon, wie sich eine Teilnahme an einem professionellen Wettbewerb anfühlt. Genieße die Vorführung. Falls du das Springreiten nicht schon bereits intensiv betreibst, dann wird vielleicht eine neue Leidenschaft in dir geweckt. Meine. Ja, ich bin echt blöd am Ziel vorbeigelaufen. Aber wir haben es geschafft. Hey, das ist das Wichtigste. Super gemacht, Lena und Eisflower. Super gemacht, Lena. Und Eisflower hat sich auch alle Mühe gegeben. Findest du nicht, Meteor? Thomas hält den Verführung. Nee, Vorführparcours bis zum 26. November geöffnet. Ich lasse dich einmal am Tag mit einem Pferd deiner Wahl hier trainieren. Wenn du es nur auf einen perfekten Highscore abgesehen hast, kannst du mit Hilfe der Renntafel üben, so oft du willst. Ich hoffe, wir trainieren bald wieder zusammen. Wenn es euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das Video einen Daumen nach oben geben könntet. Und wenn ihr noch kein Abonnent seid, würde ich mich auch sehr, sehr freuen, wenn ihr auf Abonnieren klicken könnt. Also, dass ihr meinen Kanal dann weiter folgt, weil ich werde versuchen, also regelmäßig Videos hochzuladen und so. Ihr könnt mich auch auf Facebook folgen unter Lena Zeilenbritschke. Also mein zweiter Account ist das, kann man sagen, in Facebook. Da werde ich auch alle Freundschaftsanfragen, alle annehmen, die ihr mir sendet und so. Ja, ich hoffe, es hat euch sonst Spaß gemacht wieder und dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Also bis dann, ciao.